Jetzt kommen wir zu Tagesordnungspunkt 59, Antrag der Fraktion Die Linke. Schwarz-Grün versagt beim Klimaschutz und verschärft die soziale Ungerechtigkeit. Klimaschutzplan 2025 verletzt die Generationengerechtigkeit, Drucksache 205742. Zusammen mit Tagesordnungspunkt 88, dringlicher Antrag der Fraktion der SPD. Hohe Defizite beim Klimaschutz in Hessen, Drucksache 205793. Und der Tagesordnungspunkt 94, dringlicher Antrag von der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Klimaschutz in Hessen für eine generationengerechte Zukunft, Drucksache 205804. Und als erstes hat der Abgeordnete Felstehausen das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, die das jetzt eventuell sehen. Ja, das hat gesessen. Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, dass es ein Weiter-so auf Kosten der nächsten Generation nicht geben darf. Es hat festgestellt, dass es eben nicht reicht, bis 2030 fortwährend Klimaschutz zu simulieren und anschließend dann zu sagen, wir sind dann mal weg. Und es hat auch festgestellt, dass der Verweis auf in der Zukunft liegende Technologien kein Ersatz für den Klimaschutz im Hier und Jetzt sein darf. Jetzt, meine Damen und Herren, jetzt müssen die Maßnahmen für den Klimaschutz ergriffen werden. Das Verschieben der Lasten auf die junge Generation ist ethisch, ist moralisch und jetzt auch ganz klar rechtlich nicht mehr zulässig. Und das trifft für die hessische Klimapolitik im besonderen Maße zu. Über den hessischen integrierten Klimaschutzplan 2025 ist nicht nur einfach die Zeit hinweggegangen. Der Plan von Grünen und CDU hat bereits bei seiner Verabschiedung 2017 nicht ausgereicht, auch nur das 2-Grad-Ziel einzuhalten. Das ist unglaublich, aber wahr. Das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Abkommen von 2015 haben Grüne und CDU 2017 zugunsten des Koalitionsfriedens einfach ignoriert. Dass der hessische Klimaschutzplan massiv Verantwortung und hohe Emissionsminderungslasten auf die Zeit nach dem Ablauf und damit auf die jüngere Generation verschiebt, ist eben nur ein Defizit unter vielen. Der Plan legt keine konkreten Minderungsziele für die einzelnen Sektoren Energie, Gebäude, Industrie, Landwirtschaft und Verkehr fest. Das Quellenprinzip rechnet die Emissionen schön. Der Plan hat keinerlei überprüfbare Verbindlichkeit und steht unter dem Primat der Ökonomie. Und zuletzt, der Plan berücksichtigt die sozialen Aspekte der Klimakrise kaum und fördert die soziale Ungleichheit in diesem Land. Diese Defizite, meine Damen und Herren, kritisieren wir schon seit 2015. Wir wollten immer wieder wissen, wie wirksam sind die 140 Maßnahmen, wie viele Tonnen Treibhausgase sollen eigentlich eingespart werden, wann wird es endlich Sektorziele geben, wann wird nachgebessert, wie sieht die Beteiligung der Öffentlichkeit aus und so weiter. Die Antwort: Fehlanzeige. Die Anträge wurden abgelehnt. Keine Informationen, keine Nachbesserung und auch nicht den Hauch von Selbstkritik. Gebetsmühlenartig lobpreist die hessische Umweltministerin Priska Hinz ihren Klimaschutzplan. Mit dem Erfolg, dass es, glaube ich, keine Journalistin und keinen Journalisten gibt, der nicht weiß, dass dieser Plan 140 Maßnahmen hat, mit denen man selbstverständlich auf einem guten Weg sei. Und das waren aber nicht mehr als grüne Beruhigungspillen. Doch mit Klein-Klein auf freiwilliger Basis lässt sich das Klima eben nicht nachhaltig schützen. Die harte Währung des Klimawandels sind eingesparte Tonnen CO2, nicht warme Worte oder die Ankündigung von noch mehr Maßnahmen. Ein Klimaschutzplan, wie die Linke sich fordert, muss konkret sagen, in welchen Sektoren wie viel CO2 bis wann eingespart werden soll. Die Maßnahmen dafür müssen nachprüfbar und nachsteuerbar sein. Es muss beschrieben werden, was passiert, wenn die Ziele nicht erreicht werden. Und er darf ganz klar Menschen mit geringem Einkommen nicht mehr belasten, sondern muss sie aus dieser Krise gestärkt hervorgehen lassen. So zu handeln bedeutet, die Klimakrise tatsächlich ernst zu nehmen. Und bei all diesen Kriterien stellen wir fest,
ein schwarz-grüner Totalausfall. Wir werden die Ziele von Paris nur erreichen, wenn wir weniger fliegen, wenn wir den Verkehr reduzieren, wenn wir keine fossile Energie in unseren Wohnungen verheizen. Wir werden die Ziele nur erreichen, wenn wir schneller aus der Kohleverbrennung aussteigen, wenn wir weniger Beton verbauen, weniger Ackerflächen in Logistikzentren versiegeln und auch unseren Fleischkonsum reduzieren und dazu noch eine echte Kreislaufwirtschaft einführen. Alles das, meine Damen und Herren, das steht jetzt auf der Tagesordnung. Und wer den Menschen erzählt, dass wir den Kapitalismus nur grün anstreichen müssen und dann in unseren Konsumgewohnheiten nichts ändern brauchen, der betreibt das Geschäft der Lobbyisten und der Populisten. Wir werden die Ziele von Paris nur erreichen können, wenn wir keine Wälder für Autobahnen roden. Klimaschädliche Subventionen für Kleinstflughäfen wie Kassel-Calden einstellen, Billigflieger wie Ryanair nicht nach Frankfurt hören und aufhören, immer mehr wertvolle Ackerböden zu betonieren. Aber all das, meine Damen und Herren, ist die vorgelegte Realität von Schwarz-Grün. Das ist Ihr Verständnis von Klimaschutz. Während auf der Bundesebene nach dem Karlsruher Klimaurteil schnell, zum Teil sehr schnell gehandelt wird, natürlich, über die Qualität lässt sich sicher streiten, passiert in Hessen genau nichts. Der Druck durch Fridays for Future und die Analyse des hessischen Klimaschutzplans durch die Wissenschaftler von Scientists for Future haben in diesem Jahr zu einer symbolischen Nachbesserung geführt. Ein, jetzt kommt es, Mehr-Klimaschutzprogramm mit weiteren 18 Punkten hat Schwarz-Grün präsentiert. Und ich frage Sie dort, ist da alles neu? Was ist davon zusätzlich? Keine Spur. Ein Großteil der 18 Punkte des Mehr-Klimaschutzprogramms, geschätzte Frau Ministerin, sind bereits seit 2009 in der Nachhaltigkeitsstrategie und mit der CO2-neutralen Landesverwaltung beschlossen worden oder durch die Naturschutzgesetzgebung schlicht und ergreifend vorgegeben. Sie recyceln alte Beschlüsse, die offensichtlich gar nicht umgesetzt worden sind, um Handlungsfähigkeit zu simulieren. Die Situation ist aber zu ernst, und die Zeit ist zu knapp für eine solche Symbolpolitik. Der sozialökologische Umbau unseres Wirtschaftens und damit unserer Gesellschaft ist schon lange überfällig, aber das wissen auch die grünen Ministerinnen und Minister. Geschätzte Grüne, wenn es nicht möglich sein sollte, in der existenziellen Situation mit dem Koalitionspartner eine angemessene Klimapolitik umzusetzen, dann muss man sich doch auch einmal Gedanken machen, ob der Koalitionspartner noch der richtige ist. Die grünen Minister und Ministerinnen müssen jetzt auf den Tisch legen, was sie erarbeitet haben. Machen Sie den Stand Ihrer Planungen öffentlich, laden Sie die junge Generation und laden Sie die Wissenschaft ein, die notwendigen Transformationen mit Ihnen zu gestalten. Die Menschen und ihre zivilgesellschaftlichen Organisationen müssen über den Weg zur Klimaneutralität entscheiden und nicht die Lobbyorganisationen der Konzerne. Die Landesregierung muss endlich anfangen, Klimaschutz als eine der zentralen Bedingungen ihrer ökonomischen Entscheidungen zu machen und nicht weiterhin Fraport und Co. ohne soziale und ökologische Bedingungen Geld zu geben. Klimaschutz und Sozialstaat können Hand in Hand gehen, und dazu braucht es eben mehr als nur grün angestrichenen Kapitalismus. Meine Damen und Herren, die Corona-Krise hat die Wahrnehmung für das, was wirklich wichtig ist, bei vielen Menschen geändert. In der Krise gilt freiwilliger Verzicht auf Sozialkontakte aufgrund der Einsicht der Verletzbarkeit anderer als ein Akt der Solidarität. Und auch für die Überwindung der Klimakrise, die ohnegleichen Menschenleben gefährdet, brauchen wir die Einsicht in die Verletzlichkeit anderer und die Solidarität aller. Jetzt ist der Zeitpunkt, mit klimaschädlichen Privilegien und mit Subventionen aufzuräumen, unsere Wirtschaft klimafreundlich umzubauen und nach den Bedürfnissen der vielen und nicht der Profite der wenigen auszurichten. Das Karlsruher Urteil ist eine Absage an den kurzfristigen Profit,
ist eine Absage an ein neoliberales Freiheitsverständnis, an die Freiheit des Ellenbogens. Denn Freiheit, meine Damen und Herren, Freiheit geht nur mit Demokratie. Freiheit geht nur mit sozialer Gerechtigkeit, und das geht nur mit dem Erhalt der Lebensgrundlagen aller Menschen. Auch schon vor dem Karlsruher Urteil war klar, es gibt kein Recht, mit dem SUV mit 200 Stundenkilometern über die Autobahn zu brettern, wenn dabei die Zukunft der kommenden Generationen verheizt wird. Und deshalb fordern wir die schwarz-grüne Landesregierung auf, ihre Ziele und Reduktionsschritte für Treibhausgase bis zur Klimaneutralität in einem neuen Klimaschutzplan verbindlich festzuschreiben und natürlich dazu ein hessisches Klimaschutzgesetz auf den Weg zu bringen. All das muss transparent mit der Beteiligung unabhängiger Wissenschaftlerinnen, einer breiten Öffentlichkeit und der jungen Generationen geschehen, deren Zukunft von den aktuellen Maßnahmen entscheidend bestimmt wird. Der Weg aus der Klimakrise muss auch der Weg aus der sozialen Ungleichheit sein. Können Sie das, können Sie das nicht liefern? Ja, dann müssen Sie einpacken, dann haben Sie vor der Zukunft versagt. Warme Worte kann ich nur sagen, haben wir genug. Jetzt, warme Luft haben wir schon genug. Wir brauchen jetzt nicht noch warme Worte. Es muss gehandelt werden, und zwar jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Abg. Felstehausen. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat sich die Abg. Feldmeier zu Wort gemeldet. Passt eigentlich. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir haben die Erde nur von unseren Kindern geborgt. Vor diesem Hintergrund hat wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht auch diese historische Entscheidung getroffen. Danke. In ihrem Klimaurteil entschieden die Karlsruher RichterInnen, dass die Bundespolitik bislang zu wenig für den Klimaschutz getan hat und es an langfristigen Zielen in den bisherigen Klimaschutzbemühungen fehlt. Und das Verfassungsgericht hat zudem klargestellt, dass bei politischen Entscheidungen nicht nur die Freiheit und die Rechte der heutigen Generation zu berücksichtigen sind, sondern auch die Freiheit und die Rechte der kommenden Generation auf ein Leben in einer intakten Umwelt. Und damit bekommt der Satz, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt, jetzt auch ein rechtliches Fundament, und das ist gut so. Und das ist wirklich wegweisend, und damit ist klar, Klimaschutz ist kein Luxus, sondern es ist eine Pflicht. Und man kann nicht einfach immer sagen, wir machen Klimaschutz, wenn alles gemacht ist, sondern es ist jetzt ganz, ganz klar, mit diesem Urteil, Klimaschutz gehört dazu, denn es geht um unsere Lebensgrundlagen, es geht um uns. Und die freudige Reaktion auf der Bundesregierung auf dieses Urteil fand ich einigermaßen amüsant. Sie feierte das Urteil und ist doch die gleiche Bundesregierung, deren bisherige Klimapolitik vom Verfassungsgericht korrigiert werden musste. Das muss man auch erst einmal hinkriegen, das so zu machen. Ja, und DIE LINKE hat jetzt hier so getan, als gäbe es ein Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Klimaschutzpolitik in Hessen. Das ist mitnichten so, und das müssten Sie eigentlich auch wissen. Und deswegen denke ich, kann man das alles, was Sie gerade gesagt haben und kritisiert haben, hier an dieser Landesregierung, an Schwarz-Grün hier in Hessen, als Wahlkampfgetöse ganz gut ablegen. Aber okay, wir haben ja festgestellt, der Wahlkampf beginnt sehr früh. Ja, und was ich auch noch sagen wollte, dieses Klimaschutzgesetz wäre ja noch viel schlechter ausgefallen, wenn nämlich nicht die Grünen über den Bundesrat noch Verbesserungen herbeigeführt hätten. Das muss man auch noch einmal feststellen an dieser Stelle. Und ich gebe Ihnen ja im Prinzip recht, dass wir mehr machen müssen. Darum geht es ja gar nicht. Ja, also das ist alles in Ordnung. Was ich aber sagen will, ist, wir haben jetzt das Gesetz ist noch nicht mal beschlossen. Und wir wissen auch noch gar nicht, welche Maßnahmen kommen. Also von daher, finde ich, muss man doch erst mal gucken, können wir diese Ziele, die jetzt erreicht werden sollen, überhaupt mit den Maßnahmen, die dann kommen, und mit den Geldern, die dann darunter gelegt werden, auch überhaupt erreichen?
Alles andere wäre doch, ich sage mal, blinder Aktionismus. Wir müssen also gucken, was kommt. Es muss ja auch noch durch den Bundesrat. Und dann können wir beurteilen, wie wirkt sich das auf Hessen aus. Und dann können wir sagen, natürlich in diesem Rahmen müssen wir dann auch hier in Hessen reagieren. Das ist doch der ganz normale Vorgang. Und Sie fordern jetzt, wir müssen jetzt sofort was machen, bevor überhaupt dieses Gesetz beschlossen ist. So kann es leider nicht gehen. Und es wäre auch wirklich nicht vernünftig, Herr Felstehausen. Nee, also können Sie gerne sehen. Sie haben hier gerade doch auch gesagt, es kann doch nicht sein, dass SUVs über die Autobahn blasen weiter mit 200 Stundenkilometern. Aber das können wir doch hier in Hessen überhaupt nicht beeinflussen. Weder, dass es SUVs gibt, weder, dass sie mit fossilen Energieträgern, also mit Benzin oder mit Diesel eben betankt werden. Und wir können auch die Tempolimits hier nicht beschließen. Also deswegen brauchen wir einfach da auch wegweisende große Schritte von Seiten der Bundesregierung, damit wir in diesem Rahmen dann auch schneller werden können. Und das ist das, was ich meine an dieser Stelle. Also wir müssen auch natürlich gucken auf die Rahmenbedingungen. Was kommt in Europa? Da gab es ja auch eine Änderung. Und was macht die Bundesregierung an der Stelle? Und dann können wir natürlich dann alles auch hier in Hessen anpassen. Und das wird natürlich gemacht werden. Ist doch ganz logisch. Ja, und die Frage, wann, kann man doch ganz einfach beantworten. Das haben wir doch auch immer gesagt. Der integrierte Klimaschutzplan 2025, der wird doch weiterentwickelt. Und der wird natürlich auf wissenschaftlicher Grundlage, das war ja der andere auch schon, mit unabhängigen WissenschaftlerInnen entwickelt. Das ist das Fundament. Und natürlich wird er auch weiterentwickelt mit den Menschen hier in Hessen, mit den Verbänden, so wie das letzte Mal auch. Und dieses Mal muss er auch vor allen Dingen einen Fokus darauf legen, mit den jungen Menschen diesen integrierten Klimaschutzplan weiterzuentwickeln. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also das ist ganz klar, das ist auch geplant. Und wir haben jetzt den Monitoringbericht gesehen der Landesregierung. Und da sieht man aber auch, dass der alte integrierte Klimaschutzplan mit seinen 140 Maßnahmen wirkt. Ja, nein. Also das Ziel 2020... -30% gegenüber 1990, da prognostiziert das Monitoring, dass wir 29% voraussichtlich erreichen. So, also 1% möglicherweise nicht erreicht, aber möglicherweise werden wir auch mehr erreichen. Also von daher kann man nicht sagen, das hat alles nichts gebracht, sondern es ist gut. Wir sind mit dem integrierten Klimaschutzplan auf dem Weg. Ich sage nicht, dass wir da nicht mehr machen müssen, das ist ganz klar. Und wenn wir dann noch wirklich Rückenwind bekommen von der Bundesregierung, dann umso besser, dann können wir hier richtig losstarten. Und ich glaube, das ist doch, was sich alle demokratischen Parteien hier im Landtag wünschen, dass wir schneller werden, dass wir besser werden beim Thema Klimaschutz. Und von daher bin ich da eigentlich auch versöhnlich, obwohl das jetzt auch ziemlich viel Kritik war bei Ihnen. Ja, und bei der Bilanz, bei dem Monitoringbericht ist auch rausgekommen, dass wir in Hessen, oder es wurde noch mal vorgestellt, dass wir hier in Hessen auch erfolgreich sind. Beispielsweise bei der Bruttostromerzeugung. Da liegen wir in Hessen bei 50% jetzt beim Anteil der erneuerbaren Energien. Und beim Ökolandbau sind wir auch ganz vorne. Da sind wir vorne im Ranking der Bundesländer bei 16%. Und wir sind als Land Hessen jetzt quasi Ökomodellregion für Deutschland. Das ist auch ganz wichtig bei dem Thema. Die CO2-neutrale Landesverwaltung, da haben wir über die Hälfte der Treibhausgasemissionen runterbekommen. Da müssen wir auch noch besser werden, ganz klar. Aber das sind doch auch Dinge, die man an dieser Stelle mal nennen muss. Und wir fördern die Klimakommunen besser, jetzt mit 100%, weil wir wollen nicht, dass die Kommunen in Zeiten von Corona sagen, wir können uns Klimaschutz nicht mehr leisten. Nein, die kriegen jetzt eine 100% Förderung. Also das sind alles wichtige Punkte, auch der 200-Millionen-Plan für den Wald, die uns in Hessen voranbringen und wo wir tatsächlich etwas machen können. Wir können lamentieren, dass der Kohleausstieg zu langsam ist. Wir können lamentieren, dass es kein Tempolimit gibt und, und. Aber was wir machen können hier in Hessen, das machen wir. Und der Monitoringbericht und die Weiterentwicklung wird dann noch mal ein Stück mehr machen mit besseren Rahmenbedingungen auf Bundesebene. Und die Sektorenziele übrigens, das wird auch kommen. Das ist ganz wichtig, das haben Sie auch genannt. Da werden wir auch was machen in Hessen. Und von daher bin ich zuversichtlich, dass wir das auch gut hinbekommen. Und mit dem Rückenwind auch jetzt durch dieses Bundesverfassungsgericht-Urteil, glaube ich, da können wir wirklich noch mehr machen, auch hier in Hessen. Und das ist natürlich nötig.
Jetzt wollte ich noch kurz etwas sagen zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Felstehausen. Man muss sich doch einfach mal die Tatsachen auch anschauen in den Bundesländern. Also wenn man jetzt beispielsweise anschaut, was wir hier in Hessen haben im Vergleich. Wir brauchen ja die erneuerbaren Energien, den Windkraftausbau. In Hessen haben wir jetzt 2% der Landesfläche als Vorranggebiete für den Windkraft reserviert, 98% nicht. Im Vergleich zu Thüringen, wo Sie jetzt gerade gesagt haben, die Linken machen mehr, im Vergleich zu Thüringen, wo die Linken an der Regierung sind, da ist es 1% der Landesfläche. So, in Hessen haben wir jetzt den Naturschutzleitfaden zusammen mit Naturschutzverbänden und Windkraftprojektierern vorgelegt, weil wir gesagt haben, Naturschutz und erneuerbare Energien und Wirtschaft, das muss versöhnt werden, damit es schneller geht beim Ausbau der Windkraft. Was macht man in Thüringen hingegen im Vergleich? Man sagt, im Wald darf überhaupt kein Windkraftrad mehr stehen. Und das finde ich bedauerlich. Und also bitte schauen Sie sich mal einfach die Tatsachen an. Vergleichen Sie die grün regierten oder grün regierten Bundesländer. Gucken Sie, was passiert bei Ihrem MP, bei den Linken in Thüringen. Und dann kann ich Ihnen sagen, wir reden nicht nur in Hessen beim Klimaschutz, wir handeln auch ganz konsequent. Nur noch ein Punkt, ganz kurz, weil immer wieder so getan wird, als wäre Klimaschutz nicht sozial. Das stimmt nicht. Kein Klimaschutz ist nicht sozial. Es gibt nichts Sozialeres, als sich um das Thema Klimaschutz zu kümmern. Es ist ungerecht, dass die Menschen im Süden, dass die mehr darunter leiden, unter dem, was wir hier gemacht haben als Industrienation. Es ist nicht sozial, sich nicht um Klimaschutz zu kümmern. Also von daher müssen wir uns natürlich darum kümmern. Und was machen wir in Hessen beim Thema Soziales und Klimaschutz beispielsweise? Wir haben die Eigenkapitalquote der nassauischen Heimstätte aufgestockt, damit sie die Wohnung energetisch sanieren können und damit nicht gleichzeitig dann die Miete erhöht wird, dass die Modernisierungsumlage da draufgeschlagen wird, sondern wir sagen, wir geben dafür Geld, dass die Nassauische Heimstätte in ihrem Wohnungsbestand klimaneutral wird und gleichzeitig dürfen die Mieterinnen und Mieter nicht weiter belastet werden. Das ist soziales Handeln. Das machen wir in Hessen. Also wir handeln und wir reden nicht nur. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Feldmayer. Als nächstes hat sich die Abgeordnete Arnold von der Fraktion der CDU zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Klimaschutz ist eine Frage der Generationengerechtigkeit. Dies hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts unter anderem noch einmal sehr, sehr deutlich gemacht. Wichtig ist jedoch auch die Kernaussage. Es braucht einen Übergang zur Klimaneutralität. Klimaschutz ist nicht eine Option unter vielen, sondern es ist eine Verantwortung und Verpflichtung unserer Gesellschaft. Und mit dem Urteil des Verfassungsgerichts ist Klimaschutz und die Bewahrung der Schöpfung nicht nur politischer, sondern nun auch rechtlicher Imperativ. Das Verfassungsgericht hat uns aufgegeben, diesen Übergang so zu gestalten, dass er die Handlungs- und Entscheidungsfreiheit aller Generationen möglichst schont. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die überwiegenden Anteile der Reduktion der Treibhausgasemissionen nicht in die ferne Zukunft verschoben werden dürfen, da sonst die Gefahr besteht, dass Einschränkungen für die Lebensweise der heute sehr jungen Menschen unverhältnismäßig groß werden könnten. Einschränkungen durch den Klimawandel selbst und Einschränkungen durch die nötige Bekämpfung des Klimawandels. Für uns in Hessen ist der Klimaschutz auch aus diesem Grund ein wesentliches Element des Leitbilds unserer politischen Arbeit. Und Hessen leistet seinen Beitrag zur Erreichung der 2015 in Paris getroffenen Vereinbarungen. Es gilt zu prüfen, ob und wenn ja, wie sich unsere Ziele noch schneller als geplant erreichen lassen. Jetzt kommt aber das Aber. Zur Wahrheit gehört aber auch,
dass Hessen selbst nur einen Bruchteil der Treibhausgasemissionen durch regulatorische oder auch eigene politische Initiativen beeinflussen kann. Das lässt sich leicht und nachvollziehbar an einigen Beispielen erklären. Wir können als Transitland in der Mitte Deutschlands und im Herzen Europas, zudem ausgestattet mit dem größten deutschen und viertgrößten europäischen Flughafen, keine eigenständigen Standards für die Emissionswerte von Fahrzeugen oder Flugzeugen festlegen. Wir können keine eigenen Gebäudeeffizienzstandards definieren oder Entscheidungen über die Stilllegung der großen Kraftwerke treffen, die unser Bundesland mit Energie versorgen. Die großen Treibhausgasemittenten unterliegen schlichtweg nicht unserem Zuständigkeitsbereich. Hessen ist somit nicht nur bei seinen Klimazielen untrennbar verknüpft mit der Bundesebene und den Vereinbarungen auf der europäischen Ebene, sondern auch bei den Erreichungen der Ziele stark von anderen Ebenen abhängig. Und hieraus resultiert in der aktuellen Situation die Erwartung, dass von Seiten der EU mit dem Green Deal und von Seiten des Bundes mit den aktuellen Reformen im Klimaschutz Maßnahmen eingeleitet werden, um die Klimaziele auf eine generationengerechte Art und Weise zu erreichen. Und damit einher geht aber auch die Erwartung, dass diese Maßnahmen ökonomisch und sozialverträglich ausgestattet werden. Die schönsten Ziele, verehrte Kolleginnen und Kollegen, werden nutzlos, wenn sie durch den massiven Verlust von Wohlstand und Arbeitsplätzen und mit tiefen sozialen Verwerfungen erkauft werden. Denn wenn das Verfassungsgericht darauf hinweist, dass Klimaschutz die Freiheitsrechte nicht über Gebühr beschneiden darf, dann meint es alle Generationen. Wir haben also auch heute, auch jetzt, die Verpflichtung, bei allen Maßnahmen die wirtschaftlichen und sozialen Folgen, die sich auf die Freiheit der Menschen auswirken, mitzubedenken und zu berücksichtigen. Folglich gehören für uns die Fragen nach Bezahlbarkeit und auch Sozialverträglichkeit von klimapolitischen Maßnahmen mit in die Diskussion. Wir wollen keine Spaltung in unserem Land herbeiführen, indem Autos oder Eigenheime auf einmal zu Luxusobjekten werden, besonders vor dem Hintergrund, dass mehr als die Hälfte der Hessinnen und Hessen im ländlichen Raum lebt, in welchem sich die Verhältnisse und auch die Anforderungen bei Mobilität und auch bei Wohneigentum fundamental von den Verhältnissen in den Metropolen unterscheiden. Denn nur wenn wir in Europa, in Deutschland und in Hessen Klimaschutz richtig machen, Ökologie, Ökonomie und Soziales verbinden und zeigen, dass Klimaschutz kein Armuts-, sondern ein Wachstumsprogramm sein kann, dann können wir Vorbild sein. Und so gilt es für uns, Impulse für eine Wirtschaft zu geben, die mit innovativen, mit ressourcen- und energieeffizienten Produkten und auch Prozessen einen Beitrag leistet zum Klimaschutz, zugleich zukunfts- und wettbewerbsfähig ist und den Menschen Arbeitsplätze bietet. In Hessen wollen wir an der Spitze dieser Bewegung marschieren. Wir haben die Voraussetzungen in den Menschen, in den Unternehmen, in der Forschung und auch in der Industrie. Und manches haben wir schon erreicht. Die von Hessen aus initiierten vielfältigen Maßnahmen zum Klimaschutz beruhen auf unserem integrierten Klimaschutzplan. Dessen Bewertung und Wirkung wird durch den zugehörigen Monitoringbericht, Kollegin Feldmeier hat es auch angesprochen, ersichtlich. Drei Viertel der 140 Punkte umfassenden Maßnahmenpakets sind bereits in der Umsetzung. Von der Sanierung von Altbauten über Elektromobilität bis zur Abfallvermeidung, Jobtickets, Klimabildung, Förderung, Forschung, Pilot- und Demonstrationsprojekte, Bildungsmaßnahmen und Beratungsangebote. Der Maßnahmenkatalog ist umfangreich und in Bezug auf die Branchen wirklich umfassend. Der Monitoringbericht zeigt aber auch, dass zwischen unseren ambitionierten Ansprüchen und der Realität noch eine Lücke klafft. Das Öko-Institut berechnet für den Zeitraum bis 2020 eine Reduktion der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 von 29 statt der angestrebten 30%, wobei Effekte der Pandemie noch nicht berücksichtigt sind. Und bis 2025 wird mit einer Reduktion von 36 statt 40% gerechnet. Hier wird deutlich, alle Ebenen, von der EU bis zur Kommune, müssen ihre Anstrengungen beim Klimaschutz stets prüfen und
an die Erfordernisse und an die Gegebenheiten anpassen. Und hier bildet Hessen keine Ausnahme. Die Weiterentwicklung des integrierten Klimaschutzplans auf wissenschaftlicher Grundlage inklusive der Festlegung von Reduktionen in den einzelnen Sektoren ist bereits geplant. Wir haben schon so manches erreicht, aber wir wollen und vor allen Dingen wir können und wir werden auch noch besser werden, weil wir alle Seiten im Blick haben, weil wir die Wirtschaft und soziale Folgen bei unserem Handeln berücksichtigen, weil wir einen klaren Kompass haben, können wir den Klimaschutz, um es bildlich auszudrücken, zum sauberen Wachstumsmotor machen. Und auf diesem Weg erreichen wir die Generationengerechtigkeit, von der wir als Union schon lange sprechen und die auch das Verfassungsgericht eingefordert hat. Letztlich gilt es, unabhängig von den Gerichtsurteilen, dass wir unsere Klimapolitik fortlaufend prüfen und adaptieren müssen, auch im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit. Der Klimaschutz steht dabei nicht immer automatisch über allen, ist aber im Konfliktfall mit allen anderen Staatszielen und Verfassungsprinzipien für uns in Einklang zu bringen. Daran werden wir fleißig weiterarbeiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Arnold. Für die Fraktion der AfD hat sich jetzt der Abgeordnete Gagel zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Vorreden hier zeigen mir, dass wir in Deutschland und hier in Hessen im totalen politischen Irrsinn angekommen sind. Meine Damen und Herren, der 29. April 2021 ist ein schwarzer Tag in der deutschen Geschichte. Noch nie hat das oberste deutsche Gericht, unser Verfassungsgericht, eine derart politisch geprägte Entscheidung gefällt. Die Entscheidung ist Ihnen ja allen bekannt. Nach dem Inlandsgeheimdienst zeigt sich nun zusätzlich auch mit dem Verfassungsgericht die politische Instrumentalisierung der obersten Organe der Bundesrepublik Deutschland. Das Verfassungsgericht ebnet den Weg für den Klimaabsolutismus und schafft sich damit selbst ab, meine Damen und Herren. Ein erschütterndes Zitat aus dem Urteil. Justizbashing machen wir. Ein erschütterndes Zitat aus dem Urteil. Ich zitiere: Künftig können selbst gravierende Freiheitseinbußen zum Schutz des Klimas verhältnismäßig und verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. Gerade deshalb droht dann die Gefahr, erhebliche Freiheitseinbußen hinnehmen zu müssen. Ja, Sie haben richtig gehört. Das Verfassungsgericht, welches eigentlich die Freiheit verteidigen soll, spricht davon, dass erhebliche Freiheitseinbußen hinzunehmen seien. Das steht so wortwörtlich im Urteil drin. Aus dem Corona-Lockdown wird also bald der Klima-Lockdown, meine Damen und Herren. Ich hätte mir nie vorstellen können, wie schnell selbst elementarste Grundrechte sogar höchstrichterlich zum Abschuss freigegeben werden. Meine Damen und Herren, wir erleben nach und nach die Gleichschaltung eines Landes, welche einst auf dem Gedanken der Freiheit, der Demokratie, der Meinungsvielfalt und der sozialen Marktwirtschaft aufgebaut war. Die Freiheit geben wir aktuell für die Sicherheit auf. Die Freiheit sollen wir in Zukunft für das Klima aufgeben. Die Meinungsvielfalt wird immer mehr ausgehöhlt durch eine immer stärker wirkende Einengung des zugelassenen Meinungsspektrums. Das Thema Klimaschutz steht hierfür exemplarisch. Ich kann mich beispielsweise noch an den sogenannten Klimaempfang im Frühjahr 2019 erinnern. Dort war der Gastredner Professor Lesch von Frau Ministerin Hinz eingeladen worden. Ja, die auf mich schon damals totalitär wirkende Äußerung von Professor Lesch, ich zitiere, über die Ursachen des Klimawandels dürfen. Kleinen Moment. Also
totalitäre Äußerung, das ist ein Vergleich, der ist nicht zulässig. Aber die Frau... Also für eine Aussage von einem Wissenschaftler zu sagen, das ist eine totalitäre Aussage, das ist nicht zulässig hier. Ich weise nur darauf hin. Ja, aber so haben Sie es nicht gesagt. Aber die Ab... Ja, ich wollte auch nicht mit Ihnen diskutieren. Wir beruhigen uns jetzt mal wieder ein bisschen. Die Abgeordnete Faeser hat sich zur Geschäftsordnung gemeldet. Genau, Frau Präsidentin. Ich beantrage, weil ich das ähnlich sehe wie die Präsidentin, das Wort Gleichschaltung hat hier nichts zu suchen und hat vor allen Dingen in unserem Land keinerlei Bedeutung. Und es ist in der Tat sehr unangemessen. Deswegen beantrage ich für die SPD, dass wir den Auszug aus dem Protokoll bekommen und das beim nächsten Mal im Ältestenrat aufrufen. Das werden wir machen. Wir lassen den Protokollauszug anfertigen. Meinungsfreiheit und ja, wir machen weiter in der Debatte. Sprechen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Die auf mich damals schon totalitär wirkende Äußerung, ich zitiere, über die Ursachen des Klimawandels dürfe nicht mehr diskutiert werden, erntete bei den Anwesenden Beifall. Meine Damen und Herren, das Diskussionsverbot des Herrn Lesch schon damals zeigt exemplarisch, und wir sehen es jetzt mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wohin die Reise geht. Wir bewegen uns nämlich geradezu auf eine grün geprägte Klimaschutzdespotie. Und nicht umsonst bezeichnete der Schweizer Journalist Roger Köppel die Grünen in Deutschland, und ich zitiere wieder, als einen totalitären Vollidiotenverein. Meine Damen und Herren, die derzeit in Deutschland ablaufende Entwicklung, die politische Instrumentalisierung oberster Organe, die Gleichschaltung der deutschen Medien, und wir sehen dies in erschreckender Weise, besonders bei ARD und ZDF, und die Beobachtung von Oppositionellen durch den Inlandsgeheimdienst sind ein klares Indiz dafür, dass wir zu einer langsamen Metamorphose hin zu einem immer weniger demokratisch geprägten Staatsgebilde sind. Und welches Mittel in der finalen Metamorphose eignet sich besser als Totschlagargument, genau dieses alles durchzuziehen? Ja, meine Damen und Herren, Sie werden es richtig erraten, es ist der Klimaschutz. Mit dem Verfassungsgerichtsurteil ist ein weiterer Sargnagel für Wohlstand und Wirtschaftskraft in unserem Land beschlossen worden. Unter diesem Vorwand wird die Regierung eine massive Ausweitung von Staatseingriffen und Planwirtschaft betreiben. Während das vermeintliche Patentrezept CO2-Bepreisung nichts anderes bedeutet als erdrückende Steuererhöhungen, meine Damen und Herren. Die Planvorgaben zum Kohleausstieg und zur sogenannten CO2-Neutralität sind weltfremd und aus der Luft gegriffen. Die drastischen Reduktionsziele für die Energiewirtschaft gewähren die Versorgungssicherheit und werden die deutschen Strompreise, die ohnehin schon die höchsten der Welt sind, weiter in die Höhe treiben. Das Hochschrauben der CO2-Steuer wird nicht nur Energie, sondern Herstellungs-, Transport-, Warenkosten, Dienstleistungen auf breiter Front verteuern, meine Damen und Herren. Auf das Weltklima oder den CO2-Gehalt der Luft wird sich dieser Größenwahn null auswirken. Schließlich hat allein China höhere Emissionen in CO2-Äquivalenten als alle anderen Industrieländer zusammen. Und in Peking denkt niemand daran, niemand der deutschen Regierung auf ihrem selbstzerstörerischen Sonderweg zu folgen, meine Damen und Herren. Für diesen Klimapopulismus riskiert unsere Bundesregierung mit einem schlecht gemachten und hastig auf den Weg gebrachten Gesetz die Grundlagen unseres Wohlstands, um sich bei radikalen Ideologen wie der Truppe hier links im Plenum anzubiedern, denen auch diese Eingriffe noch nicht genug sein werden. Dafür ruiniert man Mittelstand und Mittelschicht, die schon unter den irregeleiteten Lockdown-Politik schwer gelitten haben, treibt die produktive Industrie aus dem Land und die Bürger in die Verarmung. Meine Damen und Herren, sollten die Vorgaben des Verfassungsgerichts unter dem Deckmantel von Klimaschutz und Generationengerechtigkeit wirklich umgesetzt werden, gehen hier in Deutschland spätestens im Jahr 2045 die Lichter aus.
Mit diesen erdrückenden und erschreckenden Aussichten kann man eigentlich jedem jungen, gut ausgebildeten Menschen nur raten, dieses Land zu verlassen. Meine Damen und Herren, mein Resümee lautet, dass die größenwahnsinnige ökosozialistische Klimadiktatur die schlimmste Bedrohung für Deutschland und damit auch für Europa seit 1945 ist. Ja, meine Damen und Herren, wenn die Menschen wirklich draußen wüssten, was die politischen Erfüllungsgehilfen, die auch hier in diesem Parlament sitzen, des zukünftigen Klima, Green Deal, Build Back Better und Great Reset Regimes mit unserem Staat, mit unserem Deutschland wirklich vor sich haben, dann glaube ich, wenn unsere Menschen dieses der Bevölkerung transportieren würden, dann würden selbst rote und grüne Wähler blau wählen, meine Damen und Herren. Und was die besseren Grünen hier links im Plenum dann daraus machen wollen, das können Sie ja in dem realitätsfernen Antrag von den Linken nachlesen. Der Plan wirtschaftlich-sozialistische Umbau lässt grüßen, meine Damen und Herren. Ich frage mich aber bei Ihrem Antrag tatsächlich, ob Sie eigentlich schon einmal an die sozial schwachen Arbeiter, die einfachen Menschen im Blick haben oder daran gedacht haben, die diesen Irrsinn ja bezahlen müssen. Wenn der Sprit erst einmal 4,30 Euro der Liter kostet und ein Zwei-Personen-Haushalt für Strom 3.000 Euro im Jahr ausgeben wird müssen, bin ich auf Ihre Erklärungsnot gespannt, meine Damen und Herren, hier auf der linken Seite. Ich komme zum Schluss. Unsere Position zum Klimawandel kennen Sie, aber ich wiederhole sie extra für Sie noch einmal gern. Das Klima kann man nicht schützen. Das Klima ist immer im Wandel. Es gibt keinen Klimawandel, der uns bedroht. Ich sage es noch einmal, damit Sie es auch wirklich richtig verstehen. Es gibt keinen Klimawandel, der uns bedroht. Es gibt einen Klimawandel, aber es gibt keinen, der uns bedroht. Die Antwort auf die Bedrohung ist der sogenannte Klimaschutz. Ich bin gespannt, meine Damen und Herren, ob wir mit dem Doppeltopf der Erdtemperaturen 2016 und 2020 weltweit das Ende der seit 150 Jahren zu sehenden Erderwärmung gesehen haben und bereits vielleicht in 10 oder 15 Jahren verstärkte Indizien dafür haben, dass dieser ganze Klimanonsens in sich selbst zusammenfällt. Da bin ich sehr gespannt. Das wird nämlich dann passieren, wenn die Temperaturen in den nächsten Jahren auch ohne Klimaschutz und ohne CO2-Reduktion einfach auf das Niveau der 70er Jahre zurückfallen. Da freue ich mich schon drauf, Frau Feldmayer. Und dieser ganze IPCC-Klimamodellierungsmist, an den Sie ja glauben, und der ganze Klimaschutz basiert nur auf IPCC-Modellen. Es sind nur Modelle. Wenn dieser ganze Nonsens endlich in sich zusammenfällt, meine Damen und Herren, dann kommen diese Klimamodelle dahin, wo sie nämlich hingehören, nämlich in die Mülltonne. Vielen Dank. Ein Antrag zur Geschäftsordnung. Frau Faeser, drücken Sie. Ja. Frau Präsidentin, ich erweitere meinen Antrag von vorhin und möchte die komplette Rede im nächsten Ältestenrat sehen, weil meines Erachtens das Zitieren von Beleidigungen auch gegen unsere Geschäftsordnung verstößt. Das machen wir. Wir gucken uns die Rede im nächsten Ältestenrat an. Und auch immer das subjektive Verwenden von Nazi-Sprichwörtern, finde ich, müssen wir auch mal genau analysieren. Das ist mir in diesem Beitrag auch aufgefallen. Gleichstellung, wir hatten es ja diskutiert. Wir werden es im Ältestenrat angucken. Nein, ich mache mich nicht lächerlich. Ich mache mich nicht lächerlich. Ja. Ja. Also, das rüge ich jetzt ausdrücklich, dass Sie gesagt haben, ich mache mich lächerlich. Ja. Ja. Ein weiterer zur Geschäftsordnung, Herr Vogt. Ja, ich möchte auch, dass dieser Zusammenhang im Ältestenrat aufgerufen wird. Das geht überhaupt nicht, dass die Geschäftsleitung hier in diesem Hause in dieser Art angegriffen wird. Das will ich ausdrücklich sagen. Solch ein Benehmen ist abscheulich und ist auch für uns hier im Hessischen Landtag nichts zu tolerieren. Und vielleicht sollten wir dazu sagen, dass wir hier nicht in Nürnberg auf dem Parteitag sind,
bei dem er offensichtlich meint zu sein, sondern dass wir hier im Hessischen Landtag sind, wie sich hier benommen worden ist, ist in der Tat mal eine Frage, die den Ältestenrat beschäftigen sollte. Vielleicht sollte Herr Labrou das auch mal in seiner eigenen Fraktion versuchen, sich mit denen auseinanderzusetzen. Hier immer das Wort zu geben von der Bürgerlichkeit und von der Bürgerlichkeit der AfD in Hessen. Und hier sehen wir, wie sich benommen wird von Herrn Gagel und auch, wie hier die Präsidentin angegriffen worden ist. Das geht überhaupt nicht, Frau Präsidentin. Deswegen möchte ich bitten, dass wir das aufrufen im Ältestenrat. Auch das werden wir im nächsten Ältestenrat besprechen.